Grüß euch, Leidl. Schaut mal her, was ich da hab. Das ist unser erster Indien, habe ich bis jetzt noch keine da gehabt. Das erste Stück habe ich jetzt, ja, 14 Tage drauf, immer so nebenbei halt, wie ich kann, ein bisschen was down. Das Einzige, was war da ein bisschen tricky, man muss an die originale ECU zuweh. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen viel Arbeit. Also von der Schrauberei her und das Ganze und dann einmal angeschaut, was muss da übernehmen, wo ist das Ganze. Aber was mir da taugt, ist eigentlich, dass das Ergebnis super ist. Ich zeige euch das jetzt dann am Prüfstand. Ja, Kunde ist dahergekommen, weil er auch von Untauser hat das halt, ja, ist das zart weggegangen, aussprechen, dann ja, ein bisschen wärmer ist es auch immer geworden. Ist klar, durch die ganzen Euronormen ist das so mager. Und ja, jetzt haben wir es umstellen müssen. Jetzt gehen wir zum Prüfstand, schauen wir dort weiter. So, da haben wir unsere Leistungskurven von der Indien. Was mir gleich aufgefallen ist, wie ich das erste Mal die ECU gelesen habe, habe ich gesehen, dass da relativ viele Limiter drinnen sind. Auch wie ich das auch gemessen habe, da gibt es für jeden Gang einen eigenen Drehzahl-Limiter, einen eigenen Speed-Limiter für jeden Gang, ein eigenes Drehmoment-Kennfeld für jeden Gang. Und wir sind hergegangen und gedacht, ja, das wird nicht so schlecht, weil Spritmenge ist nicht so viel daneben gewesen, ist schon ein bisschen mager gewesen, das haben wir ein bisschen hingekriegt. Und dann haben wir uns eben die Limiter gemacht und die zum Finden war ein bisschen aufwendiger, weil, wie gesagt, jeder Gang hat einen eigenen Höchstgeschwindigkeitslimiter gehabt und einen eigenen Drehzahllimiter und das ist aber abhängig gewesen mit der Geschwindigkeit zusammen, also das ist ein bisschen eine tricky Sache gewesen. Aber sag mal, das Ergebnis ist jetzt nicht so schlecht, weil wir haben da teilweise, habe ich gesehen, auf manchen Stellen haben wir 38 Newtonmeter mehr. Also das geht schon. Es war nämlich so, dass eigentlich eine komplette Limitierung drinnen war bis 2750, 3000 Umdrehungen. Die haben wir dann von unten aus aufgekommen. Aber natürlich nicht bei allen Gängen, weil mit dem ersten Gang war das wieder viel zu aggressiv von unten. Das habe ich euch schon gesagt, mir ist das lieber. Ich habe meine Kundschaften länger, als wir sie fliegen runter. Und natürlich durchs Anpassen von der Spritmenge über die Lambda-Kennfelder eigentlich hat es dann auch im ganzen Bereich zugelegt. Also wir haben da jetzt 78 PS auf der Kupplung. Ja, haben wir Steigerung gehabt von 6 PS Spitze. Aber hauptsächlich mit der Indien ist so wie mit der Harley. Man fährt halt alles unter 3000 Umdrehungen, wenn man wirklich fährt. Und dort merkt man es natürlich sehr gut. Ich habe es auch kurz probiert. Also früher, wenn man mit der 5. hingefahren ist und man hat bei 1500 Umdraht, es hat sich nichts getan, das ist wie gestanden. Und jetzt beschleunigt es scheinzügig. Also ich schätze mal, wenn die Kundschaft der anholen kommt und die ersten paar Meter fährt, wird er begeistert sein, weil das Drehmoment, das hat er manches Material nicht, was wir da jetzt haben. War jetzt ein kurzes Video, aber wie gesagt, Indien ist jetzt alles gleich, Steuergerät ist da drinnen eigentlich ein Boscher von Haus aus und können wir machen, ohne irgendein Problem. Fast Flash, wie gesagt, das kommt noch, wir sind noch nicht ganz fertig mit unseren Papieren, aber so wie es ausschaut, können wir das auch als Fast Flash dann anbieten. Und in deinem Sinn, wird euch leider.